herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ja, wie ihr unschwer erkennen könnt, wir sind in Peckwitz. Es ist der Donnerstag, 1. Oktober. Wir sind hier zum Oktober-Event und wir sind jetzt auch aktuell auf unserer ersten Runde unterwegs. Hat ja ein bisschen geregnet in der Vergangenheit, man sieht es auch an den Pfützen. Aber ich denke mal, die allgemeine Situation ist gar nicht so. Machen wir gleich mal Allrad rein. Oh, ist gut aufgefühlt hier, ne? Jawohl, haben sie ordentlich. Oh, ja, seht ihr schon links, hier haben sie wieder. Hier haben sie wieder ordentlich gebaggert. Jawohl, geht schon gut los. Andreas hängt schon fest mit seinem fetten Schleppen, weil der Boden wahrscheinlich wieder zu weich ist. Denn buddeln sie sich eher ein, als dass du vorwärts kommst. Da braucht es Speed, genau so sieht's aus. Sehr steil haben sie gemacht, die Ausfahrt vorne. Buddelt hat der Mike hier. Oh, geht schon wieder steil bergab. Die Ausfahrt scheint diesmal nicht so steil zu sein. Na doch, doch, doch. Aber hier ist natürlich von der Spur ja ein bisschen. Ah ja, muss ich hoffen. Ich halte mich ja links und dann geben wir mal Gas, ne? Ja, da schön aufgewühlt. Ja, geil. Morgen ist das wahrscheinlich, na, übermorgen, morgen Abend, morgen Nachmittag, ist das schon wieder breit. Es ist Donnerstag, was stimmt mit euch nicht? Donnerstag und ihr macht schon die Strecke in den Arsch, ne? Nick, nick, nick. Hat der nicht die Kraft für? Aber der andere muss mitziehen, ne? Ja, ja. Der Kleine alleine, das wird nichts. Und der ist der Kleine gleich ein bisschen länger. Wenigstens mal gucken, wie tief ungefähr, weißt du? Wir gehen am besten mal hier auf der rechten Seite lang. Wo ist denn dir rechts? Da, wo dann rechts ist. Ein fester Untergrund. Also ich sag mal, der Untergrund ist bestimmt Asphalt. Ja. Oder leicht gepflastert, ich weiß es nicht. Oh, hier ist gut, guck mal, hier ist gut. Hier kommt ein Loch. Aber ist nicht schlimm. Also hier ist wirklich fest. Ohne Scheiß. Ja, haben wir dir doch gesagt. Also noch, ne? Ist gar nichts. Oh, hier. Oh, oh.
Also du musst hier rüber und dann wieder ein bisschen zur Mitte hin. Ja. Das kann ich auch. Schon drin? Nee. War noch keiner drin? Es weiß jetzt keiner, wie tief das da unten ist, richtig? Schmeiß mal rein. Also ist eigentlich easy peasy. Da wird es interessant. Also da reinfahren und da rausfahren. Das ist alles. Wenn er da zwei, dreimal runterfährt. Ist vorbei, ja. Ja, könnt ihr auch reinfahren. Ja. Alter, da hat er noch eine Schaufel weggenommen. Und hier, da sind sie, die Felgenkiller. Die Felgenkiller. Scheiß Zeug. Heckwitz, aber da muss entweder ein bisschen Geschwindigkeit haben oder muss ich Allrad haben durch die anderen Reifen. Ne? Die Bighorn 2.0, die ich vorher rauf hatten, die haben das natürlich geregelt. Aber hier ist natürlich mehr so wollte Ringreifen. Ne? Merke ich, wenn ich Gas gebe, dass der hinten durchdreht. Hier, wie er schon aufgeworfen ist. Der Mike ist aber auch ein bisschen verrückt. Obwohl, sieht gar nicht so schlimm aus. Ist nur da, wo das Wasser steht. Da musst du ein bisschen Gas geben mit Allrad und sonst ist gut. Oh, oh.
Geld. Aber nicht die Antriebe. Er muss mich rausziehen, dann wird es auch nichts. Andreas, komm mal rum. Oder Mike oder wer auch immer. Gut. Angehört, ne? Was? Hat sich komisch angehört. Ja. Der noch zweimal geknackt nimmt. Ja, ich bin gespannt. Ja, so ein bisschen runterhängt. Gut. Ja, reicht. Ja, mal fahren, mal gucken, was jetzt ist hier. Eigentlich musst du unterstützen. Oh! Ui, Leute, guckt mal. Das ist natürlich nicht so schönes Kino. Ich weiß es nicht. Da ist deine Karre ist gerade das Opfer. Du, das ist doch sowieso scheiße. Ja. Was ist denn? Na klar, mach mal. Schön langsam. Auf jeden Fall versuchen gerade zu lenken. Jetzt. Ah ja, jetzt hat er. Jo, zieh weiter. Da kommt er noch nicht. Und was kaputt? Ich glaube, ja. Also eine Manschette ist klar, die ist raus. Ausch. Sieht schon geil aus. Ja. Da musst du erstmal können. Ja. Aber passiert halt, ne? Das ist offen.